Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf, lauf. Das kommt uns nach. Lauf, 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 los. Was geht, meine Freunde? Willkommen seit langer, langer Zeit hier wieder auf meinem Kanal. Ich bin eurem Aufruf gefolgt. Dachte, ich lass mal wieder was von mir hören. Ich bin umgezogen, fange jetzt einen neuen Job an, habe mir einen Greenscreen zugelegt, weil ich jetzt in einem kleineren Zimmer wohne und ich nicht mehr wirklich die Möglichkeit habe, irgendwie schön zu dekorieren im Hintergrund. Aber ich denke, das ist auch ganz gut so. Und ja, viel genauer will ich eigentlich noch gar nicht drauf eingehen. Kann ich irgendwann mal machen. Aber jetzt ist auf jeden Fall wieder Lust da. Ich habe mir ein Horrorspiel ausgesucht. Ein kleines Indie-Horror-Demo-Game, was perfekt wahrscheinlich für den Start ist. Und es wurde mir auf YouTube vorgeschlagen. Ich kenne noch nicht viel. Ich dachte, wir gucken uns das gemeinsam mal an. Und ich mag ja allgemein so ein bisschen das verpixelte Horror-Dasein, weil dann viel mehr die Atmosphäre, finde ich, wirkt, wie wenn es so High-End-Quality-Grafik hat. Und ja, wie gesagt, ich kenne mich hier noch nicht so aus. Ich weiß nur, wir befinden uns in einem Wald. Das Spiel heißt Slide in the Wood, also Rutsche im Wald. Allein ausgesetzt von unseren Eltern. Die Aufsichtspflicht auf jeden Fall komplett erfüllt, würde ich mal sagen, bei denen. Wir 6 Jahre alt. Und ohne Freunde. Also, es ist ja ein Horrorspiel, ne? Wollen wir mal gucken. Whee! Ja, das Erste, was wir als 6-jähriger Steffke natürlich probieren, die Rutsche hochzuklettern. Was? Das wäre das Erste, was ich gemacht hätte. Warte, jetzt will ich aber auch mal wissen, ob wir hier weglaufen können. Ey, wenn jetzt gleich irgendeiner hinter so einem Baum hervorspringt, ist bei mir aber Gaggi in der Hose. Entschuldigt auch, wenn irgendwas noch nicht perfekt ist. Ich musste alles nochmal neu einrichten bei mir am PC. Die Qualität steigert sich natürlich wieder von Mal zu Mal. Zwischen den Videos kann ich auch runter? Nee. Verändert sich denn was, wenn ich hier runterrutsche? Was muss ich überhaupt machen? Es wird dunkel. Ich sollte langsam nach Hause. Oder meine Eltern sollten mich langsam mal abholen. Oder haben die bei ihrem nächtlichen Mitternachtsdinner mich komplett vergessen und sich die Birne vollgehaut mit Sekt und Rotwein? Oh ja. Yo, jetzt sehe ich ja gar nichts mehr. Oh. Was haben wir da? Ganz ruhig. Ah, eine verlorene Taschenlampe. Zum Glück haben, ist noch ein bisschen Batterie drin. Ne? Ein bisschen ist gut. Ich sehe ja fast gar nichts mehr. Es könnte eine Handvoll Banditen hinter mir stehen und ich werde das nicht mitbekriegen. Boah, ich mag das ja. Wenn Horror-Games so pixelig sind, dann wirkt das viel, viel mehr, finde ich. Weil dann viel mehr mit Atmosphäre, Sound und Location gearbeitet wird. Boah, ich habe jetzt gar keinen Bock, da runter zu rutschen, ne? Boah, wenn jetzt gleich irgendeiner da unten steht, ich mach mir in die Hose. Kann ich jetzt da hoch? Hallo? Nee. Oh, da oben haben wir was. Ich kann auch nicht sprinten. Kann ich crouchen? Nee, geht auch nicht. Was haben wir hier? Ein Zeitungsausschnitt. Kleinstadttragödie. Okay, Leute verschwinden anscheinend in Massen und das Rätsel sei immer noch nicht gelöst. Reporter sagen, es seien Kinder und Erwachsene, die vermisst werden. Der Detective, der das Ganze bearbeitet, sagt, es sei so, als würden sich die Leute in Luft auflösen. Jeder, der Informationen über Verbleib der Opfer hat, sollte sich schleunigst melden. Okay, also ein Haufen Leute, Kinder und Erwachsene, werden vermisst.
Was natürlich gerade die perfekte Gelegenheit für uns ist, hier in diesem Wald weiterhin alleine durch diese Rutsche zu rutschen, während da draußen ein Mörder sein Unwesen treibt. Ja. Hallo? Oh, Scheiße. Boah, ich will da jetzt gerade überhaupt nicht runter, ne? Jetzt hat's aufgehört. Boah, so einfach und doch so wirkungsvoll mit den ganzen Sounds. Oh, das hört nicht mehr auf. Was ist das? Ein Leichensack. Jo, ich würde sagen, wir gehen nach Hause, ne? Ist schon spät, es wird langsam dunkel und die Straßenlaternen gehen nicht an. Toll. Scheiße, wir müssen da runter. Oh, ich hoffe, das Mikrofon übersteuert nicht. Ja, unsere Mutter hat auch schon gerufen, das Essen ist fertig. Los geht's. Oh, was geht hier ab? Ich hoffe, die Batterie hält noch von unserer Tasche ab. Wo landen wir denn hier? Crawlmeter. Press and hold space while you... Ah, verdammt. Also wir können nicht die ganze Zeit so schnell vorwärts kommen. Oh, ist das unangenehm. Boah, wenn jetzt aber auch einer von hinten angekrochen kommt, dann ist gerade fertig bei mir. Leute, das fühlt sich halt richtig übel an, ne? What the fuck? Noch tiefer holten, indem ich nicht runter tue, ne? Was ist das hier? Sieht aus wie so eine unterirdische Pyramide. Komme ich da hoch? Nee. Auf der anderen Seite. Da habe ich eine Art Treppe gesehen. Sprinten kann ich leider nicht. Boah, das haben sie schon cool gemacht, ne? So von der Idee her. Für so ein kleines Indie-Horror-Game ist richtig geil gemacht. Der hatte wohl keinen Bock mehr. Okay. Was? Okay. Was ist das, ein Herz? E to interact, remove chain. Ah, ich muss die Ketten lösen. Was ist das? Ja, ja, ich weiß. Ah, das ist so ein Müllsack mit Leichenteilen oder so drin. Oh, ich
will das eigentlich gar nicht. Okay, und jetzt? Hallo, kann ich bitte wieder raus? Muss ich... Oder was ist das denn? Okay. Also wird da unten irgendwas gefüttert? Oh, wir können wieder raus. Nee. Hä? Ich höre Schritte. Oh shit, da ist was. Oh shit. Lauf, 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 lauf. Das kommt uns nach. Lauf, 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 los. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann, geht doch schneller! Lauf, lauf, lauf! Komm! Oh, shit! Go, go, go! Los, los, los! Oh, kannst du dich schneller kriechen? Oh, es wird lauter! Bitte! Ich glaube, wir haben es geschafft. Am Ende steht jetzt da unten irgendwas. Ich höre Wind. Kommen wir auch nochmal an? Oh, anscheinend nicht. Ja, solange wir weg sind von diesem Vieh, ist mir eigentlich alles recht. Schaut mal, das buggt jetzt nicht oder irgendwie so. Ah! Oh mein Gott, wir sind draußen. Oh, wieder Sonnenlicht. Jo. Oh, Slide in the Wood, das war's. Ich habe ja gesagt gehabt, dass das eine kleine Demo war, aber richtig, richtig gut, Mann. Da sieht man mal wieder, dass Grafik nicht immer alles ist, sondern dass einfach auch Sound, Atmosphäre und halt auch die Location, wie was dargestellt wird, zusammen richtig geil was bewirken kann. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, die Qualität ist nicht ganz so schlecht. Ich werde nach dem Video jetzt halt mal gucken, wie ich das Ganze noch bearbeiten kann, wie ich noch was verbessern kann. Und ansonsten würde ich mich wie immer über ein positives Video freuen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und haltet die Ohren steif.
euer Nierohren. Ciao.